Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren ölverschmierten Folge von Turmoil hier bei uns auf dem Kanal. Und da schreibt der Fred, meine Fabrik hat neue Ausrüstung im Angebot, und um Gasvorkommen zu vergrößern. Das wird natürlich hochinteressant. Wie sehe ich denn schon wieder aus? Das kannst du ja keinem anbieten. Ist ja furchtbar. So, besser, oder? Also ich sitze am Computer, ihr habt es gesehen. So. Der Winter steht vor der Tür, wir ziehen in das Stehgebiet um. Dort liegen kleinere Gasvorkommen, aber es gibt eine Möglichkeit, sie zu vergrößern. Was? Hallo? Ach, hier oben ist das Schneegebiet. Ach, das ist ja toll. Oh, wo gehst du denn da wieder hin? Da gehst du ja einfach, keine Ahnung, wohin. Leute, sagt was. Ihr macht alle so ein bisschen so den Lalifari hier, oder? Ist ja gut. So, was willst du jetzt von mir hier? Eimer. Wärme. Upsi, was ist denn Wärme? Wärme? Okay. Aktiviere alle Anschlüsse an einer Pipeline, die das Gas umgibt. Das sorgt dafür, dass sich das Gas ausweitet. Zeig her. Oh, das kostet aber schon ein bisschen. Also, nee, hä? Guck mal, wie viel das kostet. Und jetzt? Für 60.000. Sag mal, Fred, dir geht's nicht ganz so gut, oder? Du bist ein bisschen komisch drauf heute. Was haben wir hier? Es sieht so aus, als ob man schneller bohren kann, wenn man die Art des Bohrers ändert. Aha. Das muss ich mir dann wahrscheinlich im Spiel wieder extra kaufen für 30.000 Dollar, oder? Wir haben das mal mitgenommen. So, was haben wir denn hier noch? Hat denn hier einer was für mich? Der Kylie. Kylie, was ist denn los mit dir? Nicht unter 78? Oh, nicht unter 97, unter Barney? 100% auf Ölaustritt. Das lohnt sich ja nicht, ne? Ich meine, die Strafen sind ja geringer als das, was der will, glaube ich. Aber Onno, du bist... Dich nehmen wir an. Onno, das ist gut. Ich würde sagen, rein ins Schneegebiet. Juhu. Jetzt wird er mir gleich... Hallo. Ach so. Daisy. Daisy, das sieht nicht gut aus für dich. Also Daisy, dich werden wir im nächsten Öljahr nicht wiedersehen wahrscheinlich. Ach, das können sich nur um Stunden handeln. Da kann ich ja noch in Ruhe einen Schluck Kaffee trinken, Leute. Wer bist denn du da? Blanche. Blanche wird jetzt zuschlagen, aber das Ganze, die hat erst 3%. Ricardo könnte mir vielleicht gefährlich werden. Vielleicht. Das liegt natürlich an den Öljahren, die auf uns warten hier. Komm, Blanche, ich gönn's dir von Herzen. Hau rein. Hau raus die Kohle. Dankeschön. Jetzt geht's aber los hier. Und tschüss. Rein ins Schneegebiet. Ach, wie schön. Gibt's ja auch Bären? Wahrscheinlich nicht, ne? So, dann gehen wir mal rein hier. Na, das sieht doch schon gut aus. Haben wir gleich in die Sheet gegriffen. Nein, haben wir nicht. Was ist mit dir? Du kannst jetzt eine Plattform ausrüsten, um schneller bohren zu können. Klicke einfach hier an, um es zu aktivieren. Ja, was? Lass mich daraus mal... Denk daran, dass dieses Upgrade nur während dieses Levels gilt. Viel Erfolg. Was kostet du? 500. Ja, da sind wir noch ganz entspannt. Ist jetzt grün hier, ne? Auch nicht schlecht. So, da können wir noch ein bisschen scannen. Ein Gasi-Hasi. Was haben wir hier noch? Nüscht. Hier hast du bestimmt hier unten wieder so ein fettes Feld. Genau, ich hab's doch gewusst. Da ist es also nicht. Hey, jetzt ist mal gut hier. Hallo. Was machst du doch mit Absicht? Ein kleines Gasfeld und ein großes Ölfeld. Na, das ist ja schon wieder zauberhaft. Aber schneller bohren heißt ja, es halt schneller an der Quelle, ne? Ob das jetzt so ne? Erforderlich ist, sehe ich gerade im Moment noch nicht. Guck mal hier rein. Da ist was. Da ist was und da kommt was. Aber was es ist, weiß ich noch nicht. Dann schauen wir... Ich muss hier mal hinschauen. Es lässt mir keine Ruhe. A little diamond.
hol dir das Ding. Mauli, hol dir das Ding. Das ist immer gut. Ja, das hier unten kann natürlich wieder alles sein, ne? Das ist auf jeden Fall ein Gas. Ne, ein Dings hier, ne? Danke. Danke, Mauli. Okay, pass mal, Obacht, da gehen wir jetzt gleich. Und was ist denn hier los? Geht ihr mal hier rüber? Könnt ihr da nicht selber aufpassen ein bisschen? Achso, der hatte gesagt, das fällt nicht unter 97, ne? Das nutzen wir jetzt schamlos aus. Hier fliegen sogar Fliegen rum, habt ihr gehört? Was kostet denn der Spaß hier? Was geht noch? Ja, das ist... Boah, Geschwindigkeit aufrüsten. Ja, dann geht's halt schneller, aber... Ich meine mal ehrlich, ne? Das sehe ich aktuell nicht so dramatisch. Das ist ein großes Feld. Okay, da werden wir jetzt richtig aufbauen müssen. Das ist nochmal so ein dicker Hund. Da brauchen wir auf jeden Fall viele Hottehütchen, um den Klumpen hier ein bisschen abzusaugen. Leute, macht ihr mal hinne oder was? Wir haben schon März. Was ist denn los mit euch? Mann, naja, kannst du nicht entscheiden oder wie? Da geht's lang. Wahnsinn. So, wir werden ausbauen müssen, dass das ein bisschen vorangeht hier. Na, auf jeden Fall noch Pferdchen. Ein Pferdchen geht noch. Aber was bist du hier unten? Bist du Öl oder bist du Gazi-Hasi? Du bist ein dickes Ölfeld. Ui, 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 ui. Okay. Was kostet mich das? 727. Das ist aber kein Spaß mehr, Freunde. Jetzt geht's hier, ne, ans Erbe schon langsam. Ja, die Lebensversicherung auflösen hier langsam. Aber ich muss es machen. Koste es, was es wolle. Und dann muss ich hier ausbauen. Und dann brauche ich Pferdchen. Und die brauchen das Upgrade, definitiv. Mal her da. Geh mal da hin. 308. Okay. Okay, okay, okay. Das ist ein großes. Das muss ich leider machen. Das kriegen wir nicht leer gelutscht. Komm, wir gucken nochmal hier. Dann gucke ich nochmal hier. Und ich hätte gern nochmal hier hingeguckt. Okay. Ist okay. Ist ja okay. Und dieses kleine Gasfeld, boah, das kostet mich ja mehr, als es einbringt, glaube ich. Okay, den müssen wir verbreitern. Ich müssen wir verbreitern. Dann brauchen wir noch ein Hottehütchen. 99. Da drüber. Alles rüber mit euch. Bitte rüber mit euch. So, den brauchen wir dann auch auf jeden Fall einen dicken. Na komm. Merci, Cherie. 1-1. Jetzt haut er aber in die Tasten, Jungs, oder? Mach mal voll. 1-1. Und jetzt seid ihr auf einem Level. Das ist Preisabsprache. Das ist illegal, Leute. Das ist illegal. So. Okay, die nuckeln schön vor sich hin. Und wir hauen den Speed drauf. Dann lohnt sich die Sache nämlich. 666, wenn da nicht der Teufel im Spiel ist. So, da haben wir alles ausgebaut, ne? Ja. Okay. Aber die eine Gasblase, ich weiß nicht, die lohnt sich doch nicht wirklich. Die lohnt sich doch nicht wirklich. Okay. Aber immerhin haben wir einen Diamanten, den werden wir im nächsten Jahr gleich dafür einsetzen, dass hier der Typ uns einen Tipp gibt. Weil ich glaube tatsächlich, das ist ganz gut. Und noch sind alle Felder da, so ziemlich alle jedenfalls. Oh, ich glaube, das wird doch schneller leer als gedacht, Junge. Och nö. Ach nö. Brauche ich doch jetzt auch nicht speichern, oder? Nee, das lohnt sich nicht. Hätte ich hier noch ein großes irgendwo. Ein großes, dickes, fettes. Aber habe ich nicht.
Hab mich leider nicht. Hier unten kann es auch nichts geben. Sag niemals nie. Ne? Und hier drin? Sind nur noch mehr Felsen. Okay. Also hier ist anscheinend dann nichts weiter zu erwarten. Ja, dann lass mal laufen, den Lachs hier. Mal einfach laufen lassen. Beobachten wir mal den Preis. Die gehen aber schnell leer, du. 88 da drüben. Und schon rodeln wir alle rüber zur Konkurrenz. Lalo, lalo, lalo. Geh da rüber. Wo gehen wir hier noch was hin? Hier vielleicht? Nee, ne? Dann, das ist aber auch alles, hier ist kein Platz mehr, oder? Da dahin? Nee, auch nicht. Nö, ne. Dann haben wir es eigentlich schon fast durch. Lass mal laufen, jetzt komm. 20.000. Das war's, ne? Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Ja, sieht ja gut aus. 24.697 zum ersten. Und. Ja, sehr cool. 184.000, fast 185.000. Und die anderen krebsen immer noch irgendwo da unten rum. Wie kann man denn hier 47 Dollar verdienen? Hat der gar nichts gefunden? Ich glaube, der eiert immer noch mit die Maulwürfe rum, oder? Was denn du? Nee, du hast auch einen Scanner. Okay, du hast einen Scanner. Warum nutzt du ihn nicht? Die hat gar keinen Scanner, die Blanche. Die ist aber aktuell auf Platz 2, ne? Die hat ein paar Maulwürfe. Die können auch Diamanten. Ach, der hat auch die Diamanten nicht. Siehst du mal. Leute, abonniert und liked, was das Zeug hält. Kommentiert. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und in der werden wir dann unseren Typen wieder beauftragen, dass der uns für einen Diamanten das geilste von allen Feldern zeigt. Ich freue mich drauf. Dankeschön und tschüss.